Nichts ist schöner als Lust zu haben. Lust auf das Hobby, etwas zu tun, wo man Spaß dran hat. Und wir nehmen euch wieder mit auf unsere Reisen und zu unseren Abenteuern. Und wer uns noch nicht kennt, das bin ich und das ist Michael. Wir haben einen gemeinsamen Traum, ein gemeinsames Hobby für ein gemeinsames Leben. Guten Morgen. Ja, also eine Sache habe ich hier schon richtig fett fertig gearbeitet. Und zwar habe ich... Es ist 9 Uhr und wir kommen jetzt mit dem Fett. Guten Morgen, wir melden uns von der Suenio. Es ist herrliches Wetter draußen. Heute werden es 26 Grad und ich freue mich auf ein kühles Bad in der Ostsee. So, Motor ist an. Leerlauf. Ich habe den nicht kommt. Wasser. Kühlung. Kühlung läuft. Okay, ich mache jetzt den Rückwärtsgang rein und du guckst vorne und fierst die Leine. Gang raus, damit die Leine nicht unter Druck sind. Beide fieren genau. Manchmal kommt eine Böe von Backbord. Muss ein bisschen aufpassen. So, bereit, dann mache ich den Rückwärtsgang rein. Zwischen den Galgen. Weiter vieren. Geht es? Okay. Ja, das lenkt nach. Lenkt nach Steuerbord. Wir werden nach Steuerbord rausfahren. Rückwärts. Den Deckel, das müssen wir neu machen. Ich hatte ihn schon in der Hand von drüben beim Bürger. Der Deckel, der geht immer kaputt. Tritt einmal drauf. Darf man gar nicht drauf treten? Oder bist du hier? Der ist eigentlich zum Drauftreten. Ich bin ja mit der Hacke. Ach so. So, jetzt haben wir fast ein Problem gehabt. Warum? Bei dem Pfeiler da. Ja. Das ist Captain Gitter. Heute Skipper ihres Zeichens.
Oh. Das kommt mit drauf. Das kommt mit drauf. Ja. Nach so einem schönen Tag ging es auch wieder nach Hause. Motorausfall. Ja, kräftig. Ja, ich bin doch schon dabei. Wir lieben diese Sommertage auf unserer Suenio. Und wir lieben auch diese romantischen Sommerabende auf unserer Suenio. Bisschen dunkel heute Abend. Findest du das auch dunkel? Ja, warte mal, ich hol mal ein Lichtchen. Was hast du da getrunken? Himbeersaft. Himbeersaft. Das sag jetzt nicht, dass das Kerzenwachs war. Nee. Was war das? Ich habe mein Glas in der Hand gehabt. Und dein Laptop begossen. Hast du deinen Laptop begossen? Ja. Wir sagen Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.